Hallo und herzlich willkommen zur neunten Folge von Notruf 112 Multiplayer zusammen mit Pascal. Hallo. Ja, die wahrscheinlich letzte Folge hier von Notruf 112. Ich find's nicht traurig. Auch wenn es manchmal witzig ist. Ich find's traurig, weil es ja nicht mehr witzig ist. So, wir haben noch ein paar Einsätze übrig. Korrekt. Die wir heute ernst, so ernst wie wir immer sind, abarbeiten können. Ja, okay. Kellerbrand war jetzt etwas übertrieben. Es ist nur Kellerleerpumpen. Naja, dann machen wir das jetzt. Letzten Folge hat der mit Kellerbrand angeteasert. Achtung, Brandschutz. Ach, Geff. Hat was mit Keller zu tun. Einsatz für KEF1. Ja, ich bin noch oben hier. Was ist für ein Mist? Ja, runterrutschen. Run. Nein, ich bin hängen geblieben an der. Ah, ich bin in den Dings da hängen geblieben. Mist. Blöd. So, fahren Sie zu. Hier, ja. Florian Mühlheim, kommen Sie. Befinde mich auf dem Weg zur Einsatzstelle. Verstanden, Ende. Du hast gerade meine Sprache übernommen. Ja, ich habe das, was du gesagt hast, übernommen. Es war ein sehr reichhaltiger Dialog. Jetzt weiß die Leitstelle, dass wir unterwegs sind. Apropos, Funkmeldestatus. Ach, hier in der Seitenstraße. Da ist hier ein Keller vorgelaufen. Wo? Da. Stehen bleiben. Ist gut bei dir? Heute nochmal reinsetzen. Den nochmal raussetzen. Dann brauche ich eine Schmutzwasserpumpe. Und einmal ab in den Keller. Tschüss. Tschüss. Runter. Ah, hier steht's ein bisschen. Hier steht's so knietief, steht's hier drinne. Zwei Treppenstufen. So, geh zu C-Schlauchende. Ach, musst du das machen? Ich soll es an der Schmutzwasserpumpe anschließen, das C-Schlauchende, ne? Junge, nimm mal das. Das ist woanders anschließen. Gut. Vielleicht hier, vielleicht da, vielleicht auch einfach irgendwo. Oh, keine Ahnung. Es geht auf jeden Fall durch den Boden durch. Ja. Brauchst du noch Strom? Nee, ich muss nur das C-Schlauchende an den Bordstein. Mal. Soll ich es vom Gulli da wegnehmen, das C-Schlauchende? Soll ich es auf die Bordsteinkante machen? So, und jetzt läuft's raus, das Wasser. Oh, cool. Dann dürfen wir das alles mal aufwischen, ey. Wow, es gibt nicht mal eine Animation, wie das Wasser eingesaugt wird. Es wird einfach nur weniger als Wasser. Das ist ja doof. Ich wollte einen Thumbnail machen. Dann machen wir es schnell, mit dem Tobi. Besen. Ja, was ist für den Besen da, Junge? So, ich habe welche gemacht. Ich dachte, ich kann unten ein Bild machen, aber hier oben ist cooler, das Bild. Geh zu C-Schlauchende. C-Schlauchende entfernen, lege C-Schlauchende auf den Boden ab. Gut, alles wieder aufräumen. Yay. Der Boden ist leer gepumpt. So. So. Gehe zum anderen C-Schlauchende. Ja, jetzt muss ich die Pumpe da unten rausholen, ey. Ja. Würde ich dafür hochgehen, um mir das C-Schlauchende abzumachen. Also sehr gut koordiniert auch die Einsätze. Also, wer was machen muss. C-Schlauch? Ne, der C-Schlauch ist weggebackt gerade bei mir. Lol. Ich hier unten und benutze hier. Ach, hier unten ist er schon. Ja, du ihn aufgerollt hast. Obwohl es gar nicht solltest. Junge, mach die KI nicht kaputt, ne? Nee, ich wollte nur, dass du da unten laufen musst. Ja, musste ich jetzt auch.
durch die Tür durchgestellt, den Schlauch. Das passt schon. So, ich darf einsteigen. Türen zu. Bei mir backen wir gerade nur durch die Gegend. Ja, das ist halt so. Ich glaube, das Spiel mag das nicht, wenn die Türen offen sind und du fährst. Die Türen sind zu. Bei mir sind die Türen offen. Hinten. Deswegen. Alter, verwirr mich doch nicht. Ich sehe die ganze Zeit nur, wie du dich auf der Stelle drehst und dabei auch durch die Gegend backst. Das ist bei mir gerade fahren bei dir. Das ist in Echtzeit, wie du dich drehst, aber halt immer auf der Stelle und du backst einfach immer durch die Gegend hier. Das ist halt auch die Drehung wahrscheinlich auch verzögert. Es ist sehr interessant. Anzusehen. Aber hey, wie wir schon gesagt haben, ist es nur ein bisschen verbuggt. Early Access. Player. Ja. Es ist nicht Early Access, es ist Forever. Forever this Access. Jetzt fährst du normal beim Rückwärtsfahren. Nee, doch nicht. Ich dachte schon. Am 5. September 16 wurde die Feuerwehr zu einem nach einem Wasserrohrbruch in einem Wohngebiet gerufen. Der Keller eines Wohnungs bestand unter Wasser und musste zügig geleert werden. Während die Stadtwerke die Wasserleitung sperrten, wurde das Wasser abgepumpt. Yay. Yay. Warte. Das Ding ist, es gibt Mission Pump und es gibt Mission Keller. Was denn Mission Pump? Aber hatten wir die nicht schon? Die hatten wir schon. Ich glaube, die waren nicht in dem Keller pumpen, sondern woanders pumpen. Wir haben. Guck mal. Container oder VU3? Container. Das andere kommt danach einfach, ne? Oh Gott. Das ist ja für ein Container. Starten Sie. LKW-Brand. Brandschutz. LKW-Brand. Einsatz für ELW. LF24. Ja, Containerbrand, LKW-Brand. Alles dasselbe. RTW 1. Ding ist, der DLK fährt mit. Ich sag nur. Jetzt wird's witzig. Kann es sein, dass es einfach so ein LKW ist, bei dem es so oben drauf brennt? Das kann sein. Das glaube ich nämlich auch. Dann würde ich auch Container ansehen geben, weil der Container auf dem LKW oben drauf brennt oder so. Wäre hier die Überlegung zumindest. Mhm. So, da kommt das ELW rausgeschossen. Und alle anderen Fahrzeuge trotten hinterher. Ich versuche sogar mal mit gemütlichen 80. Mit gemütlichen 80 innerorts. So, Funkmeldstatus. Okay, ich melde einen LKW mit brennendem Container drauf. Hätte das denken können. Das würde ich auch melden. Guck mal, die Textur von der Beifahrertür vom ELW, die verschwindet. Wird eine graue Tür draus. Das ist altbekannt, der Bug. Der ist altbekannt, den kenne ich auch schon. Dass er die Tür ab und zu mal verschwindet. Muss ich noch rutschen? Nö. Guck mal, wir halten hier. Na cool. Aber guck mal, du backst mal mit den nächsten Moment allgemein nur noch durch die Gegend beim Fahren. Auch nicht. Und dann kannst du starten. Nee. Warum stehst du auf dem Dach? Ich stehe nicht auf dem Dach. Nee, du stehst auf demselben Level wie das Dach, denn das Fahrzeug ist aber neben dem Fahrzeug bei mir gerade. Okay. Achtung. Oh, ein Schlauch an der DLK. Jetzt wird's witzig. Ah. Angriffstruppführer bist du, ne? Von der DLK. Ja. Na okay, dann kannst du den Leuten das jetzt alles zeigen. Oh, der Container ist schön warm. Gut, kommt mit der Wärmebildkamera oder was? Oh,
Es gibt keine Wärmekamera. Junge, wer hat denn das hier? Wer hat denn den Container hier vorne hingelegt? Ey, das geht doch gar nicht. Ich wärme mich hier gerade einfach nur in dem Container. Der ist mich schön warm. Weißt du, da hinten steht die DLK und hier liegt der Verteiler. Ja. Ja. Auf jeden Fall, dass man hier noch einen C-Schlauch dran machen muss, um den Container zu kühlen oder so. Deswegen. Naja. Ich habe der Thumbnail-Beauftragte. Falls die Pumpe nicht krass genug ist. Oder? Wollen wir die Pumpe oder den Brand hier nehmen als Thumbnail? Weiß nicht. Also ich fand das Pumpenbild schon cool irgendwie. Mag wohl sein, ja. Wer hat eigentlich gerade einen Auftrag? Hast du gerade einen Auftrag? Ja, tatsächlich. Viel zu B-Stauch. Na, du musst welcher die Wasserversorgung herstellen, ja. Auf der anderen Seite. Wir warten alle auf dich, Pascal. Du bist schuld daran, dass der LKW hier weiter brennt. Ich bin Angriffstruppführer. Siehst du die Markierung? Nö. Ah. Okay, war auch egal. Eigentlich solltest du den hier platzieren. Ist mir egal. Ja. Naja. Was habe ich mit der Wasserversorgung zu tun? Ich bin Angriffstruppführer. Eigentlich würde man. Jetzt habe ich einen C-Schlauch holen. Man würde ja denken, die würden halt einfach alles gleichzeitig tun, damit es möglichst effizient ist, aber wenn du natürlich erstmal rumstehst und. Eine Aufgabe nach der anderen. Schön alles hinterher. Wie soll das vorne hin, du Depp? Da soll das hin. Hier! Ist mich doch egal. Oh, das knistert schön. Ja, und auch schön warm. Boah, es ist schön warm hier. Ja, ich muss los. Im LKW. Hab Auftrag. Okay, viel Spaß. Wozu so, wurde der C-Schlauch jetzt hingelegt? Dieser C-Schlauch bringt nichts. Der liegt jetzt einfach nur, damit er liegt. Ist doch Glutlästern. Glutlästern. Glutläster. Nee. Das war falsch. Mehr Druck. Okay, ich kann einfach hier auslöschen. Ich nehme auch so ein Strahlrohr und tu das an den C-Rohr dran machen einfach. Es regnet, die Erde wird nass. Pascal und der Rest. Weil ich sehe nicht, wo ich nicht lösche. Jetzt. Bah! Jetzt kann ich löschen. Oh, dann kommst du heute nach vorne. Bah. Gib doch mal Position, dann kann ich dich auch. Leute, Sommerzeit, Sprühregen. Auch von unten nach oben. Wo kommt das wieder runter? Aber es kommt gar nicht mehr runter. Aber mit meinem Strahlrohr kann ich übrigens nicht immer breit fächern. Ich kann mit dem nur direkten Strahl machen. Ich kann mit dem nicht breit fächern übrigens. Ich glaube, ich links und rechts nicht mache, es kommt nur dieser Strahl. Ja. Ich finde es so cool, dass der Wasserstrahl einfach endlich ist. Naja, irgendwann zerstaubt der halt eben, ne? So, ich kühl von der Seite so ein bisschen. Aber ich glaube, bis da hinten an die Kreuzung, da komme ich noch hin. Ja, da ist auch ordentlich Druck drauf. Was ist das hier? Sieht mir ein bisschen aus wie irgendein Mist-LKW oder so. Keine Ahnung. So voll mit brauner Müll. Brauner Müll. Das ist brauner Müll. Ja, lösch doch mal genau. Hier brennst doch mal. Denk dran, du siehst ein anderes Feuer als ich. Ich weiß. Bei mir ist es nur noch in der Ecke was. Ah, ich sehe halt wirklich nichts mehr. Ja, ich auch nicht. Ich sehe nur noch den Rauch. Nur noch den Rauch. Da überleg dir das mal. Ich sehe nur noch den Rauch. Ich sehe überall weiß von dem Wasserstrahl, aber den Rauch, den sehe ich nicht. So als Textur. Ja, das hast du mal sehen können. Aber wirklich nur ganz kurz. Da, da, da. How to annoy other players. Und ich lösche die Sonne kurz. Löschen wir sie aus? Ja, ich lösche die Sonne. Ey! Oh, die Schweine haben das Wasser abgedreht! Die Schweine! Haben das Wasser abgedreht! Sacre bleu! Können wir nicht machen. Lass mich das
Okay, guck, hier steht sogar Information. An das Ende des Zielschlauches angeschlossen, ermöglicht es die Kontrolle des Löschwasserabgabe. Der Löschwasserabgabe. Die Durchflussmenge beträgt zwischen 45 und 400 Litern pro Minute als Vollunterspritzer regulieren. Durchflussmenge, Alter. Durchflussmenge, du. Ich will hier raus. Lassen Sie mich, so. Hilfe. Ich stehe einfach nur rum und mache nichts, weil ich keine Anweisungen habe. Und sehe zu, wie die Leute einfach mein Zeug, was ich gerade geholt habe, wegräumen. Aber dieses C-Rohr, was ich hier hinlegen musste, das war ultra dumm. Also dieser C-Schlauch. Weil ich mal mit Strahlrohr dran angeschlossen wurde. So, hat irgendjemand irgendeine Aufgabe? Weil irgendwie stehen die alle nur. Und schauen zu. Mein Maschinist muss, glaube ich, jetzt was tun. Mutig mal. Deswegen können alle anderen nichts tun, verstehe ich. Ja. Logisch. Soll ich da vorne hinrennen? Ey, du spinnst doch. Spinnst doch wohl. Kannst du mal bitte den C-Schlauch dort vom Verteiler abmachen? Welchen Verteiler auf dem C-Schlauch abmachen, der Döns da? Ach hier, den C-Schlauch abmachen einfach nur. Genau. So und so. Aufgerollt bereits. Bevor ich es ablegen konnte, war es aufgerollt. Ah, jetzt kommt der Kollege hier und nimmt den Verteiler mit. Und ich stehe rum und drehe Däumchen. Ich wette, du musst gerade einsteigen. Gehe zur Fahrzeugtür, kam tatsächlich gerade eben, der Auftrag. Könnte damit zusammenhängen, dass alle auf dich warten gerade. Da kam auch gerade erst der Auftrag, also. Ja. Ja. Oder du könntest zurückspulen, es sich bei mir ansehen in der Sicht. Da kam wirklich gerade. Wirklich erst 2 Sekunden, bevor du es gesagt hast, der Task. Ich hab Videobeweis, du, ne? Mhm. Ich muss ja gar nicht hier reinfahren. Eine Schranke weiter. Verfahren. Ah! Nee, war in der Feuerwache. Ich sag ja, du sollst mit einer Feuerwache fahren. Ich werde definitiv Maschinist, wenn ich zur Feuerwehr gehe. Ja, das merkt man. Wie ist der Motor jetzt wieder angegangen, Alter? Der führt ein Eigenleben. Merk schon, ja. Aufpassen, nicht überfahren lassen. Guten Tag, Fahrzeugkontrolle. Bleiben Sie stehen. Halt! Ja, bleiben Sie stehen. Jetzt stehen wir. Und wippen. Oh. Okay, das war jetzt gerade sehr interessant. Also, uns haben jetzt gerade einfach uns in die Halle reingeporren, noch während wir da Halle gerade reingeflogen sind. Es wurde zurückgesetzt. Haut du Fahrzeuge zurücksetzt. Hat sich auch in der Halle drin dann auf der Stelle gedreht. Und da sind da irgendwie schief, krumm und bucklig ausgestiegen. Na, die Decke halt auch. Du musst einfach dagegen rennen und sind alle da rausgeportet. War gerade sehr interessant. Ja, aber guter Bug. Gut, wahrscheinlich extra Feature, aber. Ja, alles Features. Das können wir das nächste Mal abusen. Und dann einfach nicht mehr nach Hause fahren müssen. Ja. So. Einsatzbericht. Auf der Ladefläche eines LKW wurde aufsteigender Rauch gemeldet. Als ein Skript vor eintrafen, stand die Ladung bereits im Vollbrand. Durch die Höhe der Ladefläche erfolgte Löschangriff über den Korb der Drehleiter. Brandursache ist vermutlich eine glimmende Zigarette, die auf die leicht entzündliche Ladung des LKW geworfen wurde. Wie viel Brandstiftungen in dem Teil? So, was machen wir, Tobi? Genau, wir haben also noch VU3. Ölspur 3. Die lassen wir mal raus. Die ist langweilig. Und Burning Cont irgendwas. Ja, dann haben wir auch 2 Einsätze für heute. Dann nice. Erstmal den VU3, würde ich sagen. Achtung, Hilfeleistung. Asta. Verkehrsunfall. Nee. Einsatz für LF. 24, RTW 1, NEF 1, Erlenweg.
Aber auch schon wie bei jedem 13. Einsatz gefühlt einmal noch dazu gesagt wird, wo der Einsatz sich befindet. Aber nur bei gefühlt jedem 13. Einsatz. La, 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 la. Haben wir alle eigentlich? Hä? Haben wir alle, ja. Ja. Fahrhausverletzung und das Fahrzeug nicht selbstständig verlassen. Was? Fahrhausverletzung kann das Fahrzeug nicht selbstständig verlassen. Das heißt, wir müssen den rausschneiden. Aber ohne Dach. Lol, ich dachte gerade, boah. Weil VU3 Dach hat man schon. Ja, Junge, das ist... Ich dachte gerade, okay, wir müssen einen Einsatz rausschneiden oder so. Und du kannst so gerade nicht aussteigen oder so, weil du... Warum soll ich jetzt auf der Einsatzfahrt aussteigen? Ich war gerade maximal verwirrt. Der Leitstelle durchgelesen. Oh Gott. Das ist los auf einer ganz anderen Ebene, meine Damen und Herren. Gott. Haben Sie denn den FMS-Status auch eingesetzt? Jetzt schon. Ich war am Einsatzort bereits eingetroffen. Bis gerade eben. Jetzt bin ich wieder am Einsatzort angetroffen. So, eine Person ist noch in dem grünlichen Fahrzeug drin. Nee, nicht das grüne, nicht das gelbliche. Oder? Zwei RTW. Oh. Gehen wir raus? Ja. Warte auf weitere Anweisungen. Machen wir mal Angriffsdruck. Da ist bestimmt was zu tun dann. Bonjour, Monsieur. Sie sind eingeklemmt. Das sehe ich. So, hier haben Sie drei Sunnies. Die werden sich um sie kümmern. Und gleich werde ich oder die Kollegen, je nachdem wer den Auftrag bekommt, hier einmal gewaltsam die Tür auframmeln, damit die Sanitäter sich schön behutsam aus dem PKW wieder rausschleifen können. Wir werden gemeinsam. So weit, so gut. Wir werden gemeinsam die Tür auframmeln. Naja, brutal hier aber die Tür aufreißen, ne? Und dann können die Sunnies sie dann mal unter die Arme nehmen und rauszerren. So, jetzt darf ich diesen scheiß Seitenschneider wieder nehmen. Doch wir schon mal in einer der letzten Folgen. Und denk dran, mach Helmlicht an. Du sag mal, das Licht von dem Mast, das funktioniert auch nicht ganz so, oder? Im zweiten Teil ist der Mast ja verbuggt gewesen. Ob das immer noch ist, weiß ich nicht, aber. Er war es ja auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ich es wagen will, den Mast ab. Das im ersten Teil war, glaube ich, unbedenklich. Okay, wenn du das sagst. So, jetzt darf ich erst einen Bremsblock hinschmeißen. Cool. Cool, cool, cool. Das Licht geht nicht an. Es geht immer wieder aus, ja, in dem Moment, wo man es anmacht. Ich würde sagen, Flackerkontakt in der Birne. So, wir zwei laufen hier mit Helmlampen rum, der Rest alles im Dunkeln. Lalalalalala. Aber mal ein Nachteinsatz, hä? Ja. Lol, wir haben eine. So, Einsatzstelle ausleuchten wir anders, ne? Wir haben so ein Ding, mit dem man auch Fahrradschlösser aufknacken kann. Wie heißt denn das? Seitenschneider. Nee, Bolzenschneider. Größer, ja. Bolzenschneider. Bolzenschneider. Guck mal, Tobi, Einsatzstelle ist ausgeleuchtet durch mich, würde ich sagen. Bravo, ich brauche allerdings die andere Seite. Ja, es lässt sich machen. Hydraulikschere. Ja, jetzt muss ich die schon noch abschneiden. Das habe ich mal in einer Sendung mit der Maus gesehen. Das ist Jahre her. Genau so machen die das auch. Erst hier aufmachen, dann ist die Tür offen, dann hier das erweitern und dann kannst du mit der Schere das abschneiden. Immer so, wenn man es in der Realität nicht so machen würde, dann würde man sich fragen, wozu die Zusammenarbeit zwischen Crenetic und der Feuerwehr Mülheim, warum es die gegeben hat. Wenn die hier irgendwas programmieren würden, was nicht der Realität entspricht. Bla bla bla. Ich hol schon mal Bindemittel, ne? Ja, ja. Wenn ich wüsste, wo es ist. Da. Ja. Was soll ich jetzt holen? Das ist meine Aufgabe. Hey, ich sollte jetzt die abnehmen. Hey.
Nimm der KI nicht die Aufgaben weg, Tobi. Du riskierst hier, dass du bist keine KI, Alter. Ja, aber du nimmst den Besen schon raus, obwohl den dann später irgendeine KI noch nehmen soll. Ja, ich. Du. Du riskierst hier trotzdem, dass irgendwas irgendein Zeug schief geht. Mein Gott, so instabil ist es jetzt auch wieder nicht. Doch. Nee. Doch. Nee. 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 Das war der Scheinwerfer. Den wollte ich nicht rausnehmen. Ich wollte das Fach zumachen. Bremsblogge. Und den soll ich einmal wieder hier wegmachen. Gedöns da tun. Hallo? Hallo? Herr Bremsblock? Hier ist kein Bremsblock mehr. Also ich habe hier noch einen Bremsblock. Ja, ich soll hier den Bremsblock aufnehmen. Ich soll den nicht aufnehmen. Aber ich kann nicht. Der stimmt, ich habe auch bei mir keinen Triggerpunkt. Ich kann mit dem nicht interagieren. Ich nehme mal eine andere Person. Warte mal, ich soll ein Fahrzeugtor schließen? Welches denn? So, die KI hat's hinbekommen. Na cool, das Wort, was ich geschlossen habe, das wurde jetzt wieder geöffnet von KI, weil er der Bremsblock rein musste. Jetzt habe ich es wieder schließen, aber ich kann es nicht schließen. Weil ich inkompetent bin. Schlauchaspel. Was heißt, was ist eigentlich Null? Notruf. Ja, also das ist, wenn du gerade den Notruf erhältst. Ah ja. Du drehst hier grünes Licht an. Das sieht ja sehr interessant aus. Mach mal die Lampe aus, ne? Das ist Nachtlicht. Nachtlicht? Ja. Das ist grüne. Hast du gerade oder die KI? Würde ich fahren, würden wir nicht so gerade fahren. Ja, okay. Das heißt, du lässt die KI nach Hause zurückfahren an den roten Ampeln warten. Stimmt wohl. Ich würde wohl aussteigen und gegen das Fahrzeug rennen, aber das ist mir ein bisschen schwierig. Ja. Wir haben uns gerade um 160 Grad gedreht. Und unseren Kollegen zurückgelassen, jetzt auf dem RTW steht. Also der in der Luft steht dann, volle Ampel. Nice. Bei mir. Aber ein bisschen Fahrverlust sind immer dabei, ne? Ja. Blaulicht rauscht mir hier durch die Nacht. Mit bescheidenen, wie viel km/h? 90? Ja, also human. Also Blaulicht und humaner Geschwindigkeit rauschen wir ja 11:30 durch die Nacht. Mit einem. Na, der war zu weit, der Drift. Schade. Auch schön ist, wenn wir einen Einsatz gehabt haben, dann geht er nach zum Einsatz bei mir das Rolltor einfach nicht mehr zu. Das heißt, alle Fahrzeuge, mit denen wir jetzt seit dem letzten Neustart der Map einen Einsatz hatten, ist das Rolltor offen. Also bei allen außer dem TLF neben uns ist das Rolltor offen. Soll ich die Kabinenbeleuchtung an- oder ausmachen? Ja, alles aus. Wir wollen aussteigen. Ach, guck mal, da sind sie doch schon wieder. Hier, ich kürze mal kurz ab. Mahlzeit. Da sind sie doch. Einfach der NF wegschieben. Geht doch. Am 5. September kam es zum Auffahrunfall zweier PKWs. Der Fahrer des Unfallfahrzeugs war eingeklemmt und musste durch die Einsrift aus dem Fahrzeug befreit werden. Der ist vor Ort kümmert sich um die Betreuung und Transport der Fahrzeuginsassen. Okay, hier saß gerade ein Sunny in der Luft, der nach oben durch die Decke durchgeschwebt ist. Gut, nächster Einsatz, Tobi. Du siehst kuriose Dinge, ey. Ja.
So. Was war jetzt noch? Ölspur wollen wir nicht machen. Dateien. Dena hat sie gesagt, war noch. Noch ein Container. Lol, wieso sind es jetzt drei Containerbrände? Ist da ein neuer dabei? Weil wir mehr freigeschaltet haben? Ah, weiß ich nicht. Ich habe jetzt auch ein Building Fire. Oh. Wird die Folge nie enden? Wird es doch noch eine 10. Folge geben? Wäre eigentlich nicht schlecht. Wir schauen mal, ob das dritte Container jetzt. Ah, ich vermute mal, dass es ein dritter hinzugekommen ist. Ich sehe den ganzen kompletten Namen ja nicht. Die sehen alle drei gleich aus. Ob das jetzt eine Steigerung noch ist? Krass. Ein krasser Containerbrand ist. Und vielleicht kann man dann auch das Building Fire oder so machen. Wahrscheinlich jetzt doch eine 10. Folge. Aus dem, mal unter uns gesagt, Tobi. Großcontainerbrand. Sehen wir aber nächste Tobi, Folge. Hä? 10 Folgen klingt eh besser als 9 Folgen, ne? Ja, definitiv. Also das heißt, sagen, nächste Folge. Folge Großcontainerbrand und das, wie ist es nochmal, Building Fire. Da haben wir nochmal noch zwei Brände und dann haben wir auch einen schönen Abschluss dann für die Folge. Würde ich auch sagen. Aber bis dahin, einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.